Hallo und willkommen zurück zu Uncharted Lost Legacy. Ja, beim letzten Mal gab es ein paar kleine Mehrprobleme von mir mit der Gesundheit her. Also ich hoffe, dass das nicht so sehr gestört hat. Und ja, wir sind immer noch unterwegs und klappern hier nach und nach jedes Gebiet ab. Und ich habe ja schon einiges übersehen. Entschuldige mich kurz. Gut, ja, ich warte. Ja, das würde ich mir ganz gerne hier mal ansehen. Nice. Hirschhornkästchen. Sah nämlich gerade schon ein bisschen verdächtig aus und dementsprechend wollte ich das dann doch ganz gerne mal mitnehmen. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir holen unseren Wagen. Hier sind auf jeden Fall wieder ein paar von unseren Feinden. Das heißt, wir sollten vorsichtig sein. Und ja, ich sehe mich wieder unter jedem Wasserfall um. Es kann nicht sein, dass irgendwo dann doch was versteckt ist. Ja, unter diesem hier nicht. Nee. Nada. Nichts, überhaupt nichts. Außer wieder eine Dusche für beide Damen. Der war ja nämlich nichts zu holen. Schau, es ist Ganeshas Dreizack. Ganesha, Flamme der Hindernisse. Das ist sehr gut. Nun ja, wenn wir schon nach seinem Stoßzahn suchen, sollte ich mich informieren. Okay, man sollte sich mit ihm auch gut stellen. Du betest zu ihm, wenn du was Neues beginnst oder dich von Zweifeln und Sorgen befreien möchtest. Ah, Entferner der Hindernisse. Aber warum der Elefantenkopf? Sein Vater, Shiva, gab ihm den. Sehr aufmerksam. Nachdem Shiva seinen menschlichen Kopf verpackte. Oh. Ja, das kennen wir doch alle, oder? Schwer zu sagen, wie viele Männer da drin sind. Bist du bereit? Das finden wir gleich heraus. Hier ist nichts. Ist das Tor sicher? Noch nicht. Hey, warten auf willst du Cobra. Wissen, wie viele Männer hier drin sind? Alle. Sie sind alle hier. Ich bin hinter dir. Wir sollten möglichst lange die Ruhe bewahren. Okay, wir haben auf jeden Fall Minimum 3. Okay, das ist definitiv der Rückweg. Na komm schon. Den können wir nämlich als erstes ausschalten. Es sei denn natürlich, die Wachen laufen jetzt gerade mal dumm.
Weil er hier ist nämlich auf jeden Fall ein Störfaktor, wenn wir die anderen ausschalten wollen. Ja, ich hoffe, das war leise genug. Mist. Das war schlecht. Okay, das war ungeschickt. Hier. Habt ihr gesehen? Da lang. Direkt hinter dir. Seht ihr sie? Nein, ich sehe sie nicht. Die sind weg. Okay. Alles. Ja, jetzt würde ich auch eine andere Pistole nehmen, weil unsere Schallgedämpfte ist nämlich leider leer. Na gut, gerade unbeobachtet. Mist. In dem Moment hat er sich umgedreht. Das war nicht gut. Versuchen wir es mal mit Guerilla-Methode. Zuschlagen und verstecken. Und wenn sie rauskommen... sind sie erledigt. Hat noch einen erwischt. War's das? Dankeschön. Eine neue schallgedämpfte Pistole. Okay.
Ich sehe und höre momentan aber keine Feinde mehr. Hab ich leider gerade noch kurz stumm schalten. Verzeihung. Immer noch das Problem mit der ständigen Husterei. Ja, ich hoffe mal einfach, dass ich bald mal wieder ein paar Parts dann habe ohne das. Aber ich fürchte, das wird doch leider eine ganze Weile dauern. Stört auch, muss ich sagen, ein bisschen im Spiel, wenn man die ganze Zeit immer und immer wieder pausieren muss. Da ist der letzte wahrscheinlich. Das war's. Geschafft. Alles sauber. Nicht schlecht, Fraser. Für dich gibt's noch Hoffnung. Danke. Das war heftig. Okay, los. Suchen wir unseren Riesenwasserhahn. Klingt gut. Sorry. Ja, das war doch ein großer Hustenanfall, leider. Deswegen habe ich jetzt gerade mal ein bisschen rumgestanden. Ach. Aber ich denke mal, das ist besser, ich muss mich, dass ich mich zwischendurch stumm schalte, als wenn ich euch hier jedes Mal laut ins Ohr huste. Ja, ich glaube, ich muss auch nach dem Part wirklich komplett aufhören. Das ist immer noch die letzte Aufnahmesession wie die gleiche Ausnahmesession wie die letzte. Also wie die letzten Parts. Hm. Okay, so nicht. So auch nicht. Wie geht das wohl? Was denn? Sah aus wie ein Knopf. Ja, ich wollte, dass du auch mal was zu tun hast. Hm. Was ist das? Das klingt gut. Eine der Speichen hat sich gerade umgekehrt. Okay. Dann suchen wir mal überall nach den Dingern. Ja, ich hätte wahrscheinlich auch zuerst auf die Mitte gedrückt, weil es sah aus wie, wie sie schon sagt, sah aus wie ein Knopf. War ein Knopf. Und was ist mit dir? Nummer zwei. Ja, hier ist Nummer drei. Hier ist noch eins. Drei sind erledigt. Oh. Ich weiß auf jeden Fall, hier oben an der Wand war eins. Hab dich. Nur noch eins. Okay. Das dürfte hier hinten irgendwo gewesen sein. Hoffe ich doch zumindest. Hoppala. Abgerutscht.
zu guter Letzt. Ja, sollte reichen. Okay, zurück zu dem großen Radding. Großes Radding? Wie auch immer der archäologische Ausdruck dafür ist. Großes Radding passt. Naja. So. Du hast es geschafft. Ob ich das? Ach komm schon. Wir müssen wohl drunter durch. Sieht so aus. Ja, also da gehen wir nicht wieder raus. Da ist unser Wasserhahn. Also dann, schätze, das hier soll aussehen wie ein Dreizack. Gut geraten. Noch schwerer. Ja. Dann muss es doch so rum. Nein. So. Das ist Ganesha. Hallo, Sir. Gut. Bringen wir das Wasser auf. Wow, wow. Was, wenn es diesmal anders ist? Vielleicht kommt Feuer oder so. Du verarschst mich doch. Aber sowas von... Geschafft? Mhm. Was? Ich bin enttäuscht, dass es kein Feuer ist. Noch ein Wasserfall. Ja, das macht 2 von 3. Sie haben sich echt ins Zeug gelegt, um den Zahn zu verstecken. Tja, der Stoßzahn war das Symbol der Überlegenheit der Häuserler. Er repräsentierte ihren Reichtum und ihre Macht. Eine nette Trophäe für die Perser. Ja. Mein Dad dachte immer, dass der Stoßzahn noch eine größere Bedeutung hätte. Warte. Dein Dad war hinter dem Stoßzahn her? Oh, mein Dad war davon besessen. Er verbrachte Tag und Nacht mit seinen Forschungen. Unser ganzes Geld verschwendet für sinnlose Expeditionen. Kommt mir bekannt vor. Ach. Und was wurde daraus? Keine Ahnung. Er hat mich und meine Mom weggeschickt, meinte, es wäre nicht mehr sicher. Und so gingen wir nach Australien. Und jetzt stehe ich hier. Direkt am Rand von Halle Beth. Irgendwie... ziemlich witzig. Letzter Halt. Das Vor da in diesem Berg. Das wird das mit der Axt sein. Was dein Name angeht. Ja. Fraser klingt nicht besonders englisch. Meine Mutter hieß so. Da war ich diesmal nicht schnell genug. Verzeihung. Okay. Huh?
finden wir einen Weg nach draußen. Wer zuletzt am Wagen ist, zahlt das Essen. Ich habe Verpflegung dabei. Spaßbremse. Fraser, da kommt Verstärkung. Ja, klar. Hallo, Brüder, wo seid ihr? Seht da. Ross und Fraser sind hier vielleicht noch. Kommt raus und zeigt euch. Wir wissen, dass ihr hier seid. Ihr wisst aber nicht wo. Kuckuck. Und der Desert Eagle. Gefällt mir nicht, dass da unten einer ist. Nicht am Baum klettern. Na, ich will erstmal den da unten loswerden, der mich immer wieder im Blick hat. Der steht leider da ziemlich gut. Also für die Feinde steht er ziemlich gut. Für mich steht er da verdammt unpraktisch. Ach, wenn er sich mal umdrehen würde. Steht eisern an seiner Position. Das ist schlecht für uns. Sehr, sehr schlecht. Das ist noch mehr. Wie schnapp ich die mir am besten? Möglichst ohne dieses Mal den ganzen Alarm auszulösen. Solange die sich gegenseitig angucken, kann ich mir keinen einzelnen schnappen. Ah. Ich muss mal kurz an die Tür, es hat geklingelt.
Okay, eigentlich ist unsere Zeit soweit rum, aber ich gucke jetzt noch, dass ich schnell die Feinde erledige. Wasser ist echt ein bisschen kontraproduktiv zum leise sein. Verdammt! Ach, den habe ich nicht gesehen. Mist. Noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, da sind nämlich auch einige Gegner noch nicht markiert. Naja. Ah, diesmal nicht ganz so still. Ich bin der bessere Scharfschütze. Okay, geschafft. Okay. Diesmal wirklich. Hast du gut hinbekommen unter diesen Umständen. Was ist denn das? Kein wirkliches Kampftraining. Ah. Ein wenig impulsiv. Läufst du über das Feld wie eine Irre? Du solltest lernen, was schnelles, kontrolliertes Schießen bedeutet. Okay. Und dann trägst du auch noch Rot bei einem Dschungelkampf. Ich meine, ernsthaft? Hm. Immer was zu meckern. Gut, wir rennen noch zum Fahrzeug und dann machen wir Feierabend. Das war jetzt auf jeden Fall irgendwie ein bisschen lauter geworden als geplant. Aber immerhin. Ja, voll eingeparkt. Nur das beim Berg. Genau. Also dann, los geht's. So. Hier stehen wir im Trockenen und ich würde sagen, wir machen dann einen kleinen Save und dann Feierabend. Ist ja nicht ganz so lange, aber. Wie ihr wisst, bin ich sowieso momentan ein bisschen angeschlagen. Da bin ich auch ganz froh, wenn es dann nicht ganz so extrem lange wird. Dann sage ich mal, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.